meine lieben Freunde. Gruß an die ganze Pfeifen- und ich möchte fast noch größer sagen, Genuss-Community. Ach ja, kalt ist es, arschkalt. 7 Grad minus, es geht schlimmer, aber deshalb habe ich mich hier vors Feuer verzogen. Der Hund ist kaum rauszukriegen, weil er sich den Arsch abfriert. Ja, was mache ich? Also, ich habe mich mal wieder vor die Kamera gehockt und mache ein Video für euch. Und zwar heute mal wieder für die Anfänger. Aber zuvor gibt es zum Wachwerden, ich bin ja hier gerade drinnen und ich will drinnen nicht rauchen, ein Bernards steife Brise. Schnupftabak, da fliegt er mir schon aus der Hand, so steif ist er. Wenn irgendjemand mal einen Schnupftabak sucht, der dir zeigt, wo der Hammer hängt. Der Bernhard weiß, wie es geht. Auch hier ist natürlich ein Review möglich. So Kinder, heute geht es mal um, nicht um die Pfeife, schon wieder nicht, sondern es geht heute mal um das Pfeife anzünden und noch nicht mal genau um den Vorgang des Pfeife zündens, sondern eben darum, was kann ich denn benutzen zum Pfeife zünden. Ich habe dieses Thema schon bei meinem Pfeife stopfen und zünden Video schon mal angeschnitten, aber heute will ich gerade den Beginnern mal so einen Überblick verschaffen. Was gibt's denn überhaupt? Was kann ich mir denn kaufen? Weil gerade ein Anfänger wird vielleicht ein bisschen überfordert sein von dem Pfeifenfeuerzeug, Gas und Benzin und dann gibt's noch Jetfeuerzeuge und zündet ein schlechtes, ein preiswertes Feuerzeug wirklich schlechter wie ein teures und muss ein Pfeifenfeuerzeug teuer sein? All das, Freunde, besprechen wir in diesem Video. Also ruhig Blut und ich hole euch mal näher ran. Dann können wir mal die verschiedenen Pfeifenfeuerzeuge oder Feuerzeuge-Zündmöglichkeiten durchgehen. Fürs Protokoll, meine Lieben, wir filmen auf meinem Gesellenstück, auf meinem damaligen. Meine gute alte Truhe, gefertigt aus Rüster, war mein Gesellenstück, Rahmenbauweise läuft. Fangen wir ruhig mal an mit der Basis, dem ursprünglichsten des Ganzen, und ich spreche jetzt nicht davon, ein Feuer zu machen und ein Stöckchen reinzuhalten und dann natürlich zu zünden, sondern vom nächst naheliegenden, und zwar von Streichhölzern. Das hier ist jetzt so eine große Streichholzpackung von einem schwedischen Möbelhaus. Ich habe jetzt keine kleine Packung da mit kurzen Streichhölzern, aber ich glaube, jeder von euch kennt eine Streichholzpackung. Ich denke, da erzähle ich jetzt nichts Exotisches. Der Riesenvorteil von Streichhölzern ist, ihr könnt natürlich richtig schön in die Pfeife reingehen. Ich stelle mich gerade deshalb so an, weil ich jetzt mein Bild falsch herum sehe. Ihr könnt natürlich richtig schön reingehen in die Pfeife und dann halt zünden und so weiter. Das funktioniert ganz hervorragend. Ja? Das funktioniert richtig, richtig gut. Und Streichhölzern. Streichhölzer haben meiner Meinung nach zwei riesen Nachteile. Erstens verursacht ihr halt Müll, und gerade wenn ihr irgendwie an dem Tisch liegt und nach 10 Minuten flackt da schon ein riesen Haufen leergebrannte Streichhölzer, ist nicht schlimm, aber es ist zumindest irgendwie ein Minus. Ja, sagen wir es mal so. Und als zweites, es mag an meiner Blödheit liegen, aber sobald ein winziger Hauch Wind kommt, ein leichter Windstoß, habe ich mit Streichhölzern massive Probleme. Die gehen mir sofort aus. Also für mich sind es zwei ganz klare Kontrapunkte. Positiv zu sehen wäre, sie sind billig, wahnsinnig billig, man kriegt sie überall und sie funktionieren gut drinnen, wie ich finde. Draußen, wie gesagt, finde ich sie nicht so.
den Heuler. Jetzt kann man ganz generell unterteilen in verschiedene Kategorien. Pfeifenfeuerzeuge zum Beispiel. Pfeifenfeuerzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass die Flamme seitlich rauskommt. Wie zum Beispiel bei diesem hier. Ja? Das ist keine... Die kommt seitlich raus. Ja? Die kommt hier nicht oben raus, so wie es normal wäre, sondern auf der Seite. Und damit könnt ihr halt wunderschön in die Pfeife reingehen. Ja? Dafür sind die gemacht. Und es gibt natürlich normale, straighte Feuerzeuge, kennt jeder, wo es einfach nach oben rauskommt. Aber was das betrifft, werde ich euch später auch noch im Close-Up was erzählen. So ein Feuerzeug hier zum Beispiel kennt jeder von euch. Ist ein Gasfeuerzeug. Ja, das funktioniert nicht mit Benzin, sondern mit Gas. Dieses Feuerzeug kennt und hat jeder von euch irgendwie daheim. Das ist so der Oberstandard. Geht wunderbar. Wie gesagt, darüber zeige ich euch später noch die genauen Details. Funktioniert wunderbar. Wunderbar für die Pfeife. Wie genau, das werden wir später noch sehen. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Pfeifenfeuerzeuge. Auf der einen Seite Benzin. Zippo sind wahrscheinlich die bekanntesten Benzinfeuerzeuge, die es so gibt. Jetzt gibt es innerhalb der Community so einen generellen, ich will nicht Streit sagen, aber eine Meinungsverschiedenheit über Benzinfeuerzeuge und Gasfeuerzeuge. Viele sagen, dass das Benzin den Geschmack des Tabaks verfälscht, dass man das Benzin schmeckt. Und das stimmt auch. Ja? Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das nur in dem Moment, wo man die Pfeife zündet, nach Benzin schmeckt und danach nicht mehr. Ja? Insofern, wenn ihr jetzt auf ein normales Zippo zum Beispiel steht, weil ihr halt einfach Zippo-Fans seid, ja, wie kann man dieses Geräusch nicht lieben? Ja? Ich selber bin Zippo-Fan. Und ihr habt halt ein Zippo mit Benzin, ja, dann benutzt das, wenn ihr das wollt. Ja, das ist okay. Ich persönlich finde, wie gesagt, wenn man die Pfeife mal gezündet hat, schmeckt man es nicht mehr. Wenn es euch stört, nehmt halt was anderes. Jetzt gibt es aber auch hier wieder zwei verschiedene. Es gibt dieses Standard-Zippo hier, das kennt irgendwie wahrscheinlich auch jeder von euch. Und es gibt ein Pfeifen-Zippo. Ja, das zündet ihr, oder? Und es hat hier ein Loch. Das führt dazu, dass das Zippo ganz normal nach oben rausbrennen kann, so wie man es kennt, aber wenn ihr es kippt, brennt es so von der Seite raus. Und das könnt ihr dann auf die Pfeife drauflegen und nach unten saugen. Zippo-Feuerzeug. Zippo, Benzin-Pfeifenfeuerzeug mit Loch drin. Funktioniert super. Hat halt, wie gesagt, eventuell, je nachdem wie ihr es wahrnehmt, diesen Benzingeschmack. Jetzt gibt es aber auch ganz neu Zippo Pfeifenfeuerzeug seitliches Loch. Ja? Aber oh Wunder, mit Gasflamme. Das ist für mich eine wahnsinnig geile Fusion. Ich wollte immer Zippo haben, weil ich halt Zippo-Fan bin, war halt nie Raucher. Jetzt bin ich Raucher, jetzt stelle ich fest, okay, manchmal schmeckt mir das Benzin doch durch, so geil ist es nicht. Und diese Benzin-Zippos haben noch einen Nachteil, das Benzin verdunstet. Das heißt, wenn man relativ selten raucht, müsst ihr eigentlich fast jedes Mal, wenn ihr damit rauchen wollt, dieses Ding auffüllen. Das ist eine Benzinverschwendung, es nervt. Und endlich gibt es nicht nur ein Gaszippo, sondern auch ein Pfeifengaszippo. Das war natürlich für mich eine Offenbarung. Kann ich nur empfehlen, dieses Ding hier, da könnt ihr auch nur
diesen Part hier kaufen. Ja, der kostet irgendwie 20 oder so. Und dann könnt ihr jede Zippo-Hülle, die ihr mögt, in ein Gaspfeifen-Zippo verwandeln. Wahnsinnig geil. Dann gibt es natürlich noch Pfeifenfeuerzeuge, die nicht von Zippo sind, die ein bisschen edler vielleicht sogar sind. Das hier kennt man schon aus einem vorigen Video von meinem Opa. Es funktioniert leider nicht, sonst würde ich es euch jetzt hier zeigen. Aber es gibt zum Beispiel auch sowas hier. Das ist ein Tycoon. Das hier hat einen Vorteil. Es ist ein Pfeifenfeuerzeug mit seitlicher Flamme. Und wenn ihr hier drückt, eine Jetflamme für Zigarren. Ja, das ist so eine Kombination sozusagen. Aber es kostet ein paar Mark. Das heißt, ich verstehe jeden, der sich sowas nicht leisten will. Das ist auch für den Beginn vollkommen unnötig. Braucht ihr nicht. Ist cool, braucht ihr aber nicht. Wovon ich abraten würde, es gibt auch Pfeifenfeuerzeuge in einer sehr preiswerten Range. Ja. Legen wir hier nochmal ein paar aus. Wie gesagt, hier sind die etwas teureren. Es gibt die auch in einer etwas preiswerteren Range. Das heißt, es gibt Pfeifenfeuerzeuge, die sind dann auch aus Plastik und die kosten dann irgendwie 3,50 oder 4,50 oder sowas. Die sind aber kacke. Ich habe jetzt auch keins da, weil ich die einfach nicht mag. Das wirkt cool. Das ist quasi so ein preiswertes Plastikfeuerzeug hier, aber die Flamme kommt zur Seite raus. Die sind meiner Erfahrung nach aber kacke. Da fahrt ihr besser mit so einem ganz normalen Big-Feuerzeug, wenn ihr wirklich Geld sparen wollt. Und dann gibt es natürlich noch das Schlachtschiff des Il Corona. Ja, Old Boy. Das ist so der Oberklassiker unter Pfeiferauchern. Haben sehr, sehr viele, hat viele Anhänger. Aber das Ding kostet halt 120 Euro oder mehr. Ja. 135 oder so. Und es ist für den Anfang absolut unnötig und braucht ihr nicht. Wenn ihr jetzt irgendwie fett Geburtstag habt und die Frau fragt euch, was wünscht ihr denn? Dann kann man sich sowas mal rauslassen. Aber ihr braucht es nicht. Es ist geil, es funktioniert gut. Und noch ein Vorteil ist, der Gaszufluss hier ist verschraubt. Das bedeutet, das bleibt wirklich lange, lange drin, das Gas. Und man hat hier sogar noch einen Pfeifenstopfer mit integriert. Das Teil ist schon cool, braucht ihr aber nicht. Was absolut verboten ist, ja, und das ist, auch da gibt es Leute, die widersprechen dem, aber ich persönlich sage euch, ihr habt nichts davon. Kauft euch keine Jetfeuerzeuge. Ein Jetfeuerzeug ist zum Beispiel sowas hier. Das ist die preiswerteste Variante. Haben wir gerade auch bei diesem, auch bei dieser Kombination schon gesehen, dass diese ganz helle Jetflamme, diese heiße, hier oben rauskommt. Das könnt ihr hernehmen für Zigaretten, für Zigarren. Dafür wurden die Dinger erfunden eigentlich. Dafür sind sie gedacht. Oder zum Shisha-Kohle anzünden, dafür sind die super. Aber bitte, bitte, bitte nicht für eure Pfeife. Diese Flamme ist zu heiß. Ihr macht euch die Pfeife kaputt. Glaubt's mir bitte. Viele sagen, ja, aber das geht doch punktgenau. Da kann ich auch genau rein ins Ding. Riskiert's nicht. Ganz ehrlich, schaut's mal. Ihr habt immer, sogar von Pfeifenfeuerzeugen, es bleibt oben am Rand immer eine Art Rußschicht, ja? Weil die Flamme geht niemals so punktgenau hier in den Brennraum rein, dass ihr hier das nicht mal treffen würdet. Und diese Flammen hier sind zu heiß. Ihr macht euch die Pfeife kaputt. Riskiert's bitte nicht. Es gibt genug Alternativen, Freunde. Riskiert's doch nicht. Das braucht ihr doch nicht. Es gibt genug Alternativen, sodass ihr das hier nicht braucht. Wenn ihr Zigarrenraucher seid, dann natürlich,
dann braucht ihr wahrscheinlich sogar was noch krasseres mit so drei oder vier Brennern. Da gibt's ganz große Schlachtschiffe, aber für die Pfeife ist sowas einfach nicht gemacht und auch nicht geeignet. So, Freunde, ich habe euch jetzt mal ganz nah an Min Hackfresse rangeholt. Ganz einfach deswegen, weil ich euch mal zeigen möchte, es kursiert dieses Gerücht in der Community, viele vertreten diese Meinung, dass man sich mit einem Big-Feuerzeug die Finger verbrennen würde. Das kann ich nicht machen, da verbrenne ich mir, verbrenne ich mir ja den Finger. Und das lese ich super oft in Pfeifenforen, auf Cigarworld, in den Kommentaren, bla bla bla, überall. Da brauchst du schon Pfeifenfeuerzeug mit seitlicher Flamme. Nein, brauchst du nicht. Es ist komfortabel, ja. Aber brauchst du nicht. Ihr nehmt das Big-Feuerzeug, ihr nehmt eure Pfeife, in diesem Fall meine geliebte Found Basic Nature, eine ganz tolle, reduzierte, schöne, natürliche Pfeife. Ihr nehmt das Feuerzeug und wenn ihr jetzt so zündet, ich hoffe, ihr seht es, dann kann es sein, dass wenn ihr in die Pfeife reinkippt, ihr euch den Daumen verbrennt. Aber was spricht denn dagegen, das Feuerzeug einfach seitlich zu halten? Und jetzt könnt ihr richtig steil in die Pfeife reingehen und eure Finger sind völlig safe. Oder auch ganz umdrehen, mit dem Knopf nach unten, dann verbrennt ihr euch auch nichts. Es geht wunderbar. Ihr verbrennt euch nicht mit einem Big-Feuerzeug. Aber was soll man denn jetzt nehmen in diesem Wust an möglichen... Was soll man denn jetzt nehmen in diesem Wust der vielen Zündmöglichkeiten? Was ist denn jetzt summa summarum das Beste? Und ich sage euch eine unbefriedigende Antwort. Ihr müsst es selbst entscheiden. All diese Dinger, die ich euch gezeigt habe, abgesehen von dem hier, wie gesagt, funktionieren auf die ein oder andere Weise gut. Jedes Ding hat seinen Vor- und Nachteil. Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt kein Benzin schmecken, kauft euch kein Benzin-Zippo. Wenn ihr sagt, ich will ein klassisches Zippo verwenden, verwendet es. Wenn ihr sagt, ich will ein Pfeifen-Zippo mit Benzin verwenden, verwendet das. Es ist alles in Ordnung. Ja, jedes Ding ist in Ordnung. Wenn ihr aber jetzt eine wirkliche Meinung haben wollt und was auch mit auch in Sachen Preis-Leistung, was da das Beste ist, dann muss ich euch leider sagen, das Beste, wie gesagt, auch was Preis-Leistung betrifft, ist ein Big-Feuerzeug. Das funktioniert hervorragend dafür. Wenn ihr es verliert, ist es kein großer Verlust. Es ist wahnsinnig günstig, es hält super lange, da kann nichts kaputt gehen, die Dinger kriegt ihr überall. Es ist hässlich, okay, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit natürlich sowas hier oder einem schönen Zippo. Also das ist natürlich schöner, ja? Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn es euch wurscht ist, wenn ihr nur eine zuverlässige Zündquelle sucht, die für die Pfeife gut funktioniert und ihr ein bisschen Kohle sparen wollt, ihr wollt nicht viel ausgeben, dann geht es nicht besser. Das funktioniert super, es ist billig, ihr kriegt es überall, es hält lange und es kann nicht kaputt gehen. Was will ich denn mehr? Da bin ich wieder vom Kamin, Freunde. Ihr habt gesehen. Es gibt eine große Vielfalt. Jeder hat seine Präferenzen. Jedes Zündwerkzeug hat seine Vor- und Nachteile. Heute trinke ich übrigens ganz männlich Apfelschorle, weil es ist irgendwie 9:30 Uhr morgens. Da werde ich mir jetzt keinen Winterbock reinknallen.
ihr habt gesehen, es ist mehr oder weniger so ein bisschen euch überlassen. Natürlich wäre jetzt gedacht, ihr habt jetzt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Zündwerkzeuge mal gesehen. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat. Sollte ich was vergessen haben im Reigen der Pfeifenzündmöglichkeiten, schreibt es bitte in die Kommentare, Freunde. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Genießt, Freunde. Das Leben ist kurz genug. Und freuen wir uns zusammen wieder auf die Wärme, auf den Frühling. Bis zum nächsten Mal.